einen wunderschönen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns zwei beiden hübschen Masken-Montagzeit. Genau, der Uwe ist am Start. So jetzt. Und die Kira passt auf. So, wir wollen heute die Maske von Yepuda ausprobieren. Ihr bekommt noch mit Susi 30% Rabatt auf die Produkte. Steht in der Infobox und der Link zur Seite direkt auch noch. Weil die Maske habe ich noch nicht ausprobiert und das möchte ich jetzt gerne tun. Und Uwe, du wolltest sie auch ausprobieren. Ja, ich will sie auch mal ausprobieren. Ja. Also das hier ist eine Cetox-Maske, eine Vitamin-C-Maske mit Schlamm. Ja, steht das hier irgendwie? Mit Yucca-Fruit und Vitamin C. Genau, was Yucca-Fruit ist, halt keine Ahnung. Musste ich mal googeln. Aber es riecht extrem nach Vita, also nach Zitronen, so Orangen. Ja. Also zitrisch riecht es auf jeden Fall. Und ich freue mich da schon darauf, die auszuprobieren. Ich habe mir hier einen kleinen Löffel mitgenommen, weil ich da jetzt auch nicht so viel nehmen möchte. So. Mal sehen, das sollte das vielleicht reichen. Wenn nicht, können wir immer noch was nachlegen. Und ich möchte da jetzt auch nicht mit der Pinsel oder irgendwas so rein. So, für mich auch nochmal die Menge. Eure Fragen habe ich auch schon am Start. Achso, die Maske, die gibt es eigentlich mit diesem süßen kleinen Yepuda-Pinsel auch noch dazu. Der ist ja schon knuffig hier, oder? Ja. Ja. Also ich bin gespannt. Wie ein Flitzebogen auf diese Schlammmaske. Gold. Gold? Schimmert so. Oder? Na, eigentlich nicht. Aber du musst, ja zu wenig rauf, Uwe. Du musst dicker rauf machen. Und bevor das bei mir losgeht, ich muss natürlich erstmal hier meinen Popel rausmachen und die Haare beiseite. Und dann kann ich mir auch einschmieren. Kira ist da und passt auf, hier unterm Tisch gerade. Die wundert sich, was wir hier treiben. Das ist immer dasselbe. Wenn wir hier sitzen, machen wir Maske, Kira. Also der Duft ist ja Wahnsinn. Mhm. Riechen tut die gut. Der auch, auch kühl ist. Ja, absolut kühl. Und wir haben sie nicht im Kühlschrank gehabt. Nee. Der Auftrag ist super. Guck mal, Schatz, so. Zeig mal her. Ja. Ruhig ein bisschen dicker, ne? Sonst ist ich hab nie so viele. Na, dann nimmst du dir noch was, wenn du dich nicht. Ja, die soll ja noch weiter halten, die Maske. Hier. Die soll aber auch ihre Wirkung haben. Tja. Ich dachte, ich habe uns gleichmäßig raufgemacht. Also weil hier jetzt Zitrus oder zitrische Geschichten drin sind, werde ich das nicht bis auf die Augen machen, wie ich das mit diesen anderen Crememasken mache. Warum nicht? Naja, damit mir das nicht im Auge brennt, ne? Ach so. Ich weiß nicht, warum das so heiß ist, so im Auge. Deswegen ein bisschen aufpassen, mein Schatz. Also der kleine Pinsel, damit lässt sich das gut arbeiten. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Du hast den kleinen Pinsel. Ich habe vorsichtshalber meinen anderen ja auch mitgenommen, weil ich erst dachte, er ist ein bisschen clean, aber super. Also ich nehme meinen Arbeitspinsel. Ja. Also es macht Freude, die Maske aufzutragen. Die ist absolut kühl, ne? Ja, wunderbar. Ja. Okay. Ich könnte sagen, fast aus dem Kühlschrank, aber ist nicht. Nee. So, mein Teller ist leer. Ja, also ich habe jetzt so ein. Ihr habt ja gesehen, die Menge von dem Esslöffel-Teelöffel, die ich drauf gemacht habe. Mehr brauchte ich da jetzt nicht. Kann ich natürlich nicht sagen, wie viel Gramm das waren, aber ich kann euch sagen, wie viel Gramm. In der Büchse noch. Ach nee, waren. Nee, aber es steht gar nicht drauf, wie viel Gramm hier drin sind. Es steht bestimmt auf der Verpackung. Ja. Oder hier irgendwo so klein gedruckt. Hm.
Es steht leider gar nicht drauf. Jetzt wollte ich euch sagen, wie viel hier drin ist. Oh Mensch. Das ist ärgerlich. Und den Karton, der ist jetzt hinten im Schrank drin. Also hinterm Schrank. Irgendwo. Der Gull? Nein. Ich glaube so. Du kannst ja in die Infobox mit dazu schreiben. Glaube, Aber leer. super, hier steht's. Leider, leider nicht drauf. Gut, dann hören wir mal zu euren Fragen. Das sieht schon lustig aus, Ja. Kein schwarz, kein gelb. Na doch, gelb ist Ja, es gelb ist schon. es schon, aber kein Gold so. Genau. Und kein weiß. Kommentare. Neuesten zuerst. Und dann fangen wir an. Am längsten wartet jetzt JS auf die Beantwortung der Fragen. Liebste Grüße an dich. Und vielen Dank für deine Fragen. Huch, mein Handy macht schon wieder heute wild. Hallo, ihr zwei, meine Fragen an euch. Erstens, nenne drei Dinge, die gerade in deiner Nähe sind. Wir fangen an. Die Herzen. Smiley. Gut, ich sag Uwe, ist gerade in Ja. meiner Nähe. Meine Frau ist neben mir. Mein Spiegel. Und meine Schere. Die Maske. Bei dir fehlt mal eine. Nee. Doch. Das? Ach ne, Frau und Schere. Ja. Okay. Das sind die Dinge, die gerade in der Nähe sind. Aber es ist noch viel mehr in der Nähe. Die Kira ist ja auch in der Nähe, ne? Ja. Und Kiras Elefant und meine Zehensocken und So viel ist in der Nähe. genau. Die Wohnung ist in der Nähe. Ja, na Gott sei Dank. Genau, und zweitens, nenne drei Gegenstände, die dir besonders wichtig sind. Wer fängt an? Du. Die Kira, der Uwe und was ist denn noch in der Nähe, was mir besonders wichtig ist? Meine Anziehsachen, mein Kleiderschrank. Der ist in der Nähe. Du bist mir wichtig. Die Kira. Der Hocker, wo ich drauf sitze. Ja, sonst müsstest du ja irgendwie Ja, so müsste ich ja schweben. stehen oder schweben. Ja. Also, ich will So. mal noch was sagen, ne? Hier, Anti-Beschlag, Leute. Ja. Zweck. Ja. Ach ja, hast du denn? Diesmal habe ich dran gedacht, da einen Anti-Beschlag aufzumachen. So, drittens. Wann bist du heute aufgestanden? Das erste Mal oder das zweite Mal? Das erste Mal bin ich um 6:49 Uhr. Ja, kann ich so in nicht. dem Dreh, also kurz vor 7 aufgestanden. Und du? Ich um 6. Kurz vor 6. Ach, siehst du, der Uwe ist ein Frühaufsteher. Warum halb 7 schon mit dem Hund unten? Sehr vernünftig. Viertens, was war nach dem Aufwachen dein erster Gedanke? Oh, ich schneide auf den Top. Echt? Mein erster Gedanke war, oh, ich lebe noch. Nee, Ah, klebt schnell noch. auf die Toilette. Da sind wir wieder. Fünftens, wann hast du das letzte Mal geduscht? Oh, das ist schon Jahre her. Letztes Jahr Weihnachten. Ich glaube, Silvester war das. Ja, gestern. Ja. Also ich bin im Winter, muss ich dazu sagen, immer ein Abendduscher. Das ist, im Sommer bin ich morgen und abends Duscher, aber im Winter möchte ich nicht in der Ich habe Kälte, denn auch noch. meine Dusche schon hinter mir. Ja. Mit Kira runterhängen und dann danach gleich Doppelte geduscht. Dusche, ne? Ach so, Nee, hat hat dann nicht geregnet. zufällig mal nicht geregnet. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich war gestern, Uwe heute. Sechstens, was für eine Duschlotion benutzt du zurzeit? Wie heißt das? Axe. Ich glaube, Axe ist das. Axe, und welche? Diese grüne Mojito? Ja, der Grüne. Ja. Und ich habe Fahrduschschaum, irgendwas mit Rose. Also das Rosa, ne? Fragt mich nicht, wie das heißt. Es riecht fantastisch und es macht auch Ja, Spaß, sich mit dem Schaum einzu. das ist doch, wir können das da nicht richtig sehen. Wir machen, gehen unter die Dusche, machen die Dusche an und dann greifen wir einfach hin. Ja. Also ich werde eher stutzig, wenn da leer ist, ne? Ja. Oh, was ist denn das? Ach, das habe ich heute benutzt. Oder wenn da nichts mehr steht. Ja. Aber es ist von Fahren Duschschaum, Ja. der rosane halt. Ich glaube, mit irgendeiner irgendein Blumenduft ist das. Ihr könnt ja jetzt gucken gehen. Ja. Ja. Nee. Nee. Machen wir nicht. Ich schreib's in die Infobox. Ja.
Siebtens, was war der letzte Film, den du geschaut hast? Oh, wir haben gestern einen tollen Film gesehen, ja, aber wie hieß der? Wie hieß der? Braven? Braven, oh, ja, hieß der, ja, glaube ich, ja. Der war super bei Amazon Prime. Ja. War wieder so ein Action-Krimi. Ja, so war stark. Richtig, richtig gut, ja. Ja, war gut. Sehr gut gefallen. Kann man weiterempfehlen. Braven, genau. Achtens, wie hört sich dein Handy-Klingelton an? Ah, ja, wenn Susi mir anruft. Das Problem ist, ich müsste jetzt die Fragen wegmachen, aber... Ach so. Ganz kleinen Moment. Das kann ich euch bestimmt sagen, zeigen, hören lassen. Aber ich muss, darf das nur ganz kurz machen, sonst kriegt mit Onkel Gema Schwierigkeiten. Nicht? Ja. Wir haben übrigens beide den gleichen, ne? Ja. Uwe und Ecke. Moment, Moment, Moment. Wo kann ich denn das? Ja. Mal sehen, ob ich den jetzt finde. Genau. Doch, den haben wir beide. Den haben wir beide auf dem... Auf dem Handy, wenn, ja, wenn wir uns anrufen, dann ruft halt der Stern, das Sternchen, ja, an, ne? Sternschnuppe. Genau. So, so klingelt das, wenn jemand anruft. Also insbesondere Uwe. Was für einen Klingelton habt ihr denn? Videofrage. Schreibt's mal in die Kommentare, wie euer Klingelton, was ihr habt. Ob ihr so einen typischen, ja, eigenen, also... Ne, so von dem Handy halten Klingelton hat oder ob ihr auch einen Benutzer definierten habt wie Uwe und Icke. Das würde mich mal interessieren. So, wie viele Geschwister hast du? Zwei. Ihr seid drei, ne? Drei, zusammen sind wir zu dritt. Ich habe einen Bruder. Genau. Also. Zwei Geschwister. Ein Geschwisterchen sozusagen. Obwohl das sehr weird ist, wenn ich das sage. Schwesterchen. Naja. Zehntens. Was planst du für den heutigen Tag? Ja, der heutige Tag ist ja schon ein bisschen fortgeschritten. Ja, da kommt noch eine Kleinigkeit. Und wir haben schon, ja, was planst du denn noch? Ich muss noch zu Reut fahren. Ja, Vogelfutter, Vogelfutter holen. Oder zum Fressen, wir wollen vergleichen. Oder Fressen, wollen wir erstmal vergleichen. Was günstiger ist und dann. Also ist Shoppen steht noch auf dem Tagesplan, ja, und bei mir steht Schneiden auf dem Tagesplan. Videos schneiden. Achso, Videos schneiden. Ja. Und Mittagessen wollen wir auch noch. Ja. Achso, und wer sich wundert, heute ist Montag. Wir haben das nicht Sonntag geschafft, sondern heute ist, nein, Montag. deswegen können wir shoppen gehen. Wir können auch sagen, warum wir das nicht geschafft haben. Ja. Weil wir uns die Filme eingezogen haben. Das stimmt, ja. Und dann haben wir natürlich alle total vergessen. Und dann, wie der Film zu Ende war, Mann, und nun machen wir munter. Ja, das ist immer ein Bild, wenn es so dunkel ist. Ja, das ist auch jetzt schon wieder ziemlich, ja, dunkel. Ich habe hier wirklich bei uns Festbeleuchtung an und wahrscheinlich, ja, wird das immer noch zu dunkel sein. Also, dass es irgendwie so ein bisschen rauschig ist. Aber gut, das ist halt die dunkle Jahreszeit, kannst du nichts machen, ne? So, weiter fragst du, was ist der perfekte Pizzabelag für dich? Mmh. Oh, Champignons. Mit Hähnchen drauf. Ah, letztes Mal gegessen. Also, Teig. Riesig. Der Uwe schiebt immer nur unter die Nase, der weiß nicht, was für ihn der perfekte Belag ist. Also mein perfekter Belag ist, ich liebe zum Beispiel Thunfischpizza. Also muss da Thunfisch drauf sein, Zwiebeln drauf sein zum Beispiel. Oder ich finde auch von unserem Pizzalieferanten, der hat richtig interessante Pizzen immer im Angebot. Da ist dann so Rinderfilet drauf, gehackte drauf, ja, Mais drauf. Alles Mögliche. Sauce Hollandaise drauf und ja, rote Zwiebeln. Das ist diese Conchita-Pizza, ne? Ja. Und das ist so, so lecker. Aber wenn ich mir zu Hause die selber mache, dann ist das Thunfischpizza oder
Hawaii, ja, also da schreien ja auch immer ganz viele auf, ne? Aber das ich mag das Hawaii. Ja. Ja. Das ist so für mich. Aber mit der Spielen. Perfekte ist für mich ja. Thunfischpizza. Ja. Thunfisch und Zwiebeln drauf. Hm? Nee, ich nicht. Uwe mag das nicht. Uwe mag den Thunfisch. Ja. Auch hier würde mich interessieren, was ist euer liebster Pizzabelag? Vielleicht ist ja da auch was bei, was wir mal ausprobieren könnten. Ja. Ja, schreibt es mir bitte in die Kommentare, was euer liebster Pizzabelag ist. Also da freue ich mich drüber, wenn ihr da was reinschreibt. So, 12. Warst du je länger als 24 Stunden nach wach? Warst du je länger als 24 Stunden wach? Nee. Nee, konnte ich mir fragen. Nee, na, aber warst du jemals so wach? Ja, ja, wenn jung und knusprig waren, ja. Da hat es mal geklappt. Nee. Ja. Ja, ich musste, nee. Ich habe nicht durch, also ich habe schon am Wochenende durchgemacht, aber trotzdem war ich nicht länger als 24 Stunden wach. Doch, habe ich schon mal gemacht. Deswegen schläfst du jetzt so früh immer, oder? Ja. Nicht den Schlaf nachholen. Nee, also ich war nie länger als 24 Stunden. War 24 Stunden habe ich sicherlich geschafft, aber darüber hinaus nicht. Tatsächlich nicht. Ich habe mich dann mal hingelegt. So 13. Kennst du Pepsi und Cola? Achso, kannst du Pepsi und Cola unterscheiden? Wahrscheinlich nicht. Nee. Also da würde ich mich jetzt wahrscheinlich zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, ja. Ich würde eher sagen, wahrscheinlich nicht. Nee. Aber dazu müsste ich es einfach mal ausprobieren. Ich habe ja diesen Test auch noch nie gemacht. Vielleicht sollten wir das mal machen. Ja. Ja, aber wir sind eh nicht so die Cola-Trinker. Nee. Ja, das findest du hier das ganz selten. Das süße Zeug ist nicht. Einmal, zweimal im Jahr haben wir ja, Cola, ne? Meistens zu Silvester oder zu irgendwelchen Feten, Geburtstagsfeiern oder irgendwas. Genau, also ich würde jetzt sagen, nee, kann ich nicht. Du, oder? Oh. 14. Nenne eine Sache, die du morgen erledigen musst. Morgen. Ja, was muss ich denn morgen erledigen? Morgen, ja. Morgen muss ich erledigen, auf alle Fälle. Wenn das Wetter schön wird, Rasen den letzten Schnitt verpassen. Mhm. Oder ansonsten muss ich zum Baumarkt fahren und will mal da was gucken, wegen Haken und so, weil ich ein Brett baue für Kira. Und da will ich mal gucken. Ja, also, Uwe macht Bastelwassel und ich muss zu Hause bleiben, weil ich zwei Päckchen erwarte. Und ich weiß aber noch nicht genau, ob die morgen kommen oder nicht. Ne? Susi, jetzt du mal was. Ich warte schon ziemlich lange auf Post. Ja. Was da kommen soll, was unterwegs ist noch und das kommt halt nicht, noch nicht. Jedenfalls das eine nicht und das andere ist jetzt neu. Auch noch nicht. Ist halt auch noch nicht da, also schauen wir mal. Ansonsten ist für mich morgen nichts geplant. Genau. 15. Was motiviert dich? Du. Ich motiviere dich? Ja. Ach. Doch. Ach mal nicht. Inwiefern mehr denn? Öfters. Dein ganzes Wesen. Was motiviert mich denn? Ja, natürlich der Uwe, logischerweise. Dein Glück, dass du das hast. Nein. Doch, der Uwe motiviert mich schon, einfach weil er auch die treibende Kraft hier ist. Ne? Das muss ich ja so sagen, wie es ist. Der Uwe ist da einfach in vielen Dingen viel, viel, viel spontaner als ich. Und natürlich motiviert es dann auch... Dinge zu machen, die ich so alleine vielleicht ja nicht gemacht hätte, weil ich einfach zu unspontan bin. Wie zum Beispiel kommen, Hund einpacken, den Hund einfahren ans Wasser. Oder sonst irgendwas, ja. Und ansonsten motiviert mich einfach meine Lebensenergie, ist ja klar. Das ist ja, man will ja irgendwie auch noch was erleben und das motiviert mich. Oder mich motiviert zum Beispiel, dass ich was zusammenspare, um mir meine Wünsche oder Träume zu erfüllen, die einfach überfällig sind. Jetzt ist natürlich auch noch, ich will das ja nicht alles sagen, Leute. Ich habe ja auch noch Brieffreunde, denen muss ich auch noch was erzählen. Deswegen, wenn ich das hier im Video jetzt erzähle, wissen sie ja auch wieder Bescheid. Ja. Weil die gucken nämlich beide meine Videos. Ja, nee, also sorry, kann ich jetzt nicht erzählen, was mich da noch so motiviert, aber... nicht, Uwe? Aber das motiviert uns auch, oder? Auf alle Fälle. Sparen. Ja, genau. Und ist aber ziemlich schwierig eigentlich zu beantworten. Ne? So, und was hast du? Was ich du, habe? Was du hast, was du nicht magst.
Oh, was hasse ich? Ich hasse Ungerechtigkeit. Das ist, was ich auf den Tod hasse. Ja. Ja, Ungerechtigkeit ist halt, wenn man überhaupt kein bisschen reflektiert, sein eigenes Verhalten nicht mal kurz überdenkt und weiterhin ungerecht zu anderen ist. Also ich sage nur Sommerhaus der Stars, ja, da krieg ich wirklich jedes Mal, ich guck's ja nicht mal, ich sehe bei YouTube ab und zu mal ein paar Reactions, ne? Aber da kriegst du wirklich Pimpaneln, ne? Was da abgeht, das ist so ungerecht alles. Ja. Nee, das ist, also das hasse ich wirklich. Und du, Schatz? Fällt mir jetzt nicht auf den Partei. Es gibt nichts, was du hast. Zurzeit fällt mir ein Stein. Ja, dann können wir auch nicht machen, wenn ihm gar nicht einfällt. Was ist dein Lieblingszitat? Das Weltall ist grenzenlos, die Dummheit der Menschen grenzenloser. Albert Einstein, das ist mein liebstes Zitat. Und deins? Fällt dir jetzt spontan nicht ein. Nee, weiter. Dein liebstes Zitat ist doch bei jedem Wetter, wenn Sie fragen, Herr Doktor. Ach so. Oder so ähnlich. Also wenn Sie mich fragen, Herr Doktor, kennt ihr ja schon wieder. Gut, weiter. 18, McDonald's oder Burger King? Meckes. Burger King. Also ich bin Team Meckes. Also die schmecken mir besser, wenn da nicht gerade Sahne mit reinkommt. Nee, Burger King. Burger King. 19, was sind deine Ziele auf YouTube? Ja, den Kanal weiter wachsen zu lassen. Mit euch Spaß haben. Ja. Ja. Einfach noch ein bisschen ja, Freude verbreiten. Also solange das gewollt ist. Ne? So, das ist so mein Ziel eigentlich. Eigentlich haben wir unser Ziel ja schon erreicht, aber ich möchte gerne noch weiter treiben. Ne? Vielleicht wird ja unsere Community noch ein bisschen größer und das würde mir Freude machen. Genau, das ist mein Ziel. Ja, schließe ich mich an. Genau, wir arbeiten auf die 15.000 hin. Da kam letztens übrigens auch so ein Kommentar, wo gefragt wurde, warum ich ewig und immer auf 11.000 stehe. Da kann ich nur sagen, YouTube zeigt nicht immer die Wahrheit. Also es ist roundabout 11.000, ja, aber die korrekte Zahl ist gerade 11.097. Aber irgendwie runden die auf oder ab und ihr seht da nicht die genaue Zahl. Ja, das ist halt der eine kommt, der andere geht. Ne? Ja, wir haben das doch schon mal, ja, Entschuldigung. Ja. Wir haben das schon mal beobachtet. Erst waren 99 zum Beispiel und dann auf einmal 105. Ja. Und dann auf einmal ging das unter 87. In der 80er. Ja, also ich weiß, dass die Leute kommen und gehen, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Völkerwanderung stattfindet. Ja, wisst ihr, was ich meine? Die gehen mit immer hin und ja, kommen. 120. Ja, ja, das ist. Und das dann dauert das vielleicht 2, 3 Tage, dann sind das wieder 105 auf einmal. Ja. So, das ist so merkwürdig. Ich glaube auch, dass YouTube da so ein bisschen spielt. Keine Ahnung, aber es ist halt so, es kommen Leute, es gehen Leute, der eine geht unseren Weg ein Stückchen weiter mit oder ganz lange mit und dafür dicke Herz, ne? Um das mal einfach so off-topic zu sagen. An alle, die uns schon ganz lange begleiten, vielleicht sogar von Anfang an, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr seid wirklich die wahre Hummelgänge. Spitze. Genau, ihr seid die Herz-Community und das ist zum Beispiel auch so ein Ziel, ne? Einfach vielleicht mit der Community um noch mehr zu interagieren. Was mir auffällt ist, dass wir wenig miteinander reden. Das ist so, im Schnitt habe ich 20 Kommentare, wenn überhaupt. Ja, und wenn da 40 steht, dann habe ich die 20 beantwortet. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also da würde ich mich schon freuen, aber naja, wer weiß, ihr habt eure Gründe, denke ich mal. Ich will mich da ja nicht drüber beschweren. Ich finde es schon toll, wie es ist. So. Ziele auf YouTube. 20, beschreibe das Jahr 2020 mit einem Wort. Mit einem Wort. Wir haben. Mit Ziel einem erreicht. Wort, Uwe. 2020 mit einem Wort? 21. Nee,
gestrichen. Ich könnte das SCH-Wort nehmen, ja. Weil, also, für mich ist das eher so Eise. Das ist halt wirklich ein beknacktes Jahr. Beknackt wäre ja zum Beispiel auch ein schönes Wort für 2020. War nicht positiv. Nee, irgendwie nicht, oder? Ja. Gab sicherlich schöne Momente, aber so grundsätzlich ist das schon ein Jahr, was du echt aus dem Kalender streichen kannst. Ne? Ja. Also, das ist das Jahr mit viel Einschränkungen. Und das nächste und übernächste wird wahrscheinlich ja nicht wirklich besser. Ne? So, 21. Was hast du als letztes gegessen? Oh, ich habe gerade gegessen Toastbrot. Toastbrot mit Camembert oder französischer Weichkäse und da oben drauf ein bisschen rote Marmelade. Yummy, yummy. Ich habe Graubrot gegessen, Letter und Sirup. Hm. Und 22, wie geht es dir gerade? Liebe Grüße an euch. Also mir geht's super. Super. Besser kann's nicht gehen. Vielen Dank, meine liebe JS. Ich hoffe, du bist eine Liebe oder bist du ein Lieber? Ich kann es hier draußen ja nicht erkennen, ne? Es sind ja auch noch zwei Gesichter, also vielleicht verrätst du mir das, ja? Ich danke dir auf jeden Fall für die fantastischen Fragen und vor allen Dingen die zahlreichen. Schatz, schaffen wir dann jetzt wenigstens nur eine? Ja, wenn es keine 100 Fragen sind, ja. Pff, nö, aber wir haben ja hier so... Machen wir eine kurz. Eine ganz kurze von der lieben Anja Sundermann. Liebste Anja, dickes Herz für dich. Du schreibst ganz einfach, aber wichtig, wie geht's euch? Super! Uns geht's super. Ich hoffe, euch geht es auch super. Vor allem dir jetzt, Anja. Und ich würde gerne diese Frage ja noch machen. Was denn bitte? Von der Silke Tauchnitz. Lieber Uwe, Susi und Kira, liebe Susi, was hältst du von einem Magenbypass, um das Übergewicht dauerhaft zu verlieren? Meiner Meinung nach der beste Weg, denn alle Diäten bringen. Da hast du das B vergessen. Auf Dauer kein Erfolg. Liebe Grüße. Nee, also ich halte davon einfach gar nichts. Warum soll ich an mir rumschnippeln lassen? Und ich muss danach Tabletten nehmen und alles. Nein. Wenn man sich selbst aufgegeben hat, kann man darüber gerne nachdenken. Aber ich habe noch Hoffnung, ja, dass ich das auch, was von alleine raufgekommen ist, auch wieder von alleine runterkriege. Und was positiv mitwirkt, ist einfach, ich habe nicht vor, eine Elfe zu werden. Ja, und ich weiß, dass die Leute, die Magenbypässe kriegen, ja doch eher spindeldürr werden. Und das ist nicht mein, ja, das, was ich erreichen möchte. Und lustigerweise hast du jetzt vor einer Woche geschrieben, was ich eigentlich schon fast wieder frech finde, ne? Weil zum einen bin ich nicht dazu verpflichtet, gewisse Fragen zu beantworten. Ich freue mich über Fragen, habe das schon mal gesagt. Aber wenn da irgendeine Frage dabei ist, wo ich der Meinung bin, die geht einfach keinem was an, dann beantworte ich sie einfach nicht. Punkt um. Also ja, ich weiß nicht, wo da die gute Kinderstube geblieben ist. Auf jeden Fall schreibst du ja wieder nochmal, liebe Susi, was hältst du von einem Magenbypass, um das massive Übergewicht dauerhaft zu verlieren? Das ist der einzige Weg, der wirklich zum Erfolg führt. Bist du irgendwie Operateur oder was? Und weiß ich nicht, der einzige... Hast du einen Vertrag mit dem Doktor? Ja, weil das bringt ja nur Geld den Operatierenden und dem Gesundheitswesen. Ne? So, zum Erfolg führt. Alle Diäten bringen auf Dauer keinen Erfolg. Wenn du zugehört hättest, wüsstest du, dass ich keine Diät mache. Ne? Weil ich bin auch der Meinung, Diäten bringen nichts. Man muss halt die Ernährung umstellen. Das ist das Einzige, was bringt. Weiter schreibst du, auf Dauer keinen Erfolg. Würde mich freuen, wenn du die Frage nicht wieder ignorierst. Und das ist das Ding, was ich schon unverschämt finde. Es bleibt mir überlassen, liebe Silke, ob ich was antworte oder nicht. Ich hätte so ein bisschen runtergescrollt, hättest du gesehen, dass deine Frage die übernächste gewesen wäre, die drangekommen wäre. Ich glaube, Geduld steht nicht so auf deiner Fahne. Ne? Da solltest du vielleicht auch noch mal ein bisschen dran arbeiten. Vielleicht kann man sich das ja einoperieren lassen. Die Geduld, keine Ahnung. Einpflanzen lassen, naja, finde ich nicht so gut. Statt ne? Magenpass. Wie gesagt, es bleibt mir überlassen, ob ich gewisse Fragen beantworte oder nicht. Da muss man dann nicht so, ja, mich so angehen. Das, nö. So schön Richtung pampig werden. Ja, zumal ich sie ja nicht mal ignoriert habe, ja. Ne? Das ist ja.
Ja, es wird ja hier eine Frage nach der anderen abgearbeitet. Ich bin wirklich bemüht, jede Frage zu beantworten, auch wenn sie mir unbequem ist. Bis jetzt haben wir bis auf eine oder zwei wenige Fragen wirklich alle beantwortet. Und deshalb, ne, einfach mal ein bisschen mehr Geduld aufbringen. Mal, oder gucken, wann ist da meine Frage dran? Ganz einfach. Wenn da das Herz abgeherzt ist oder sogar erlöscht ist, dann sieht man das ja ziemlich genau. So, das war jetzt ein Wort zum Montag. Ja. Und damit werden wir uns jetzt die Erstmal Maske die abmachen. Maske abmachen, genau. Also bei mir ist noch feucht, sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ja, sind da noch ein paar Stellen, wo ein bisschen sehr dick ist, aber der größte Teil ist trocken. Und das fühlt sich richtig, richtig gut an. Ja, Ja. entspannt schön. Ja. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mir das, oder wenn wir uns das abgewaschen Ja. haben. Und bis gleich. Ciao. Da sind wir wieder. Wieder. Jo, Schatz. Und? Na? Ich finde jetzt, ohne Wow. Flachs und Krüme, das ist die erste Maske, die richtig, wo das richtig glatt ist. Und ich habe auch, mehr hat doch das Gefühl, die hat richtig aufgeräumt. Also, es hat gut Die hat gearbeitet. extrem viel Feuchtigkeit gespendet, auf jeden Ja. Fall. Also es spannt überhaupt gar nichts und Nee. Uwe hat recht. Die ist total glatt, die Haut. Ja, die habe ich kenne. Ich meine, die anderen Masken davon, ich will sie jetzt nicht schlecht reden oder was, aber das ist der erste, fand ich. Die richtig Ja, Saft also ist, also richtig geholfen hat, die hat mir auch gearbeitet hat, sehr, sehr, ja. sehr gut gefallen. Jetzt auch so, wenn ich jetzt das nicht gestellt gekriegt hätte, hat mir die Maske extrem gut gefallen. Alleine schon die ganzen anderen koreanischen Masken waren Ja, ja auch schon so stimmt. sensationell. Ja, also ich kann das immer wieder nur sagen, das ist sensationell von Yepoda. Ihr wisst es. Mit meinem Rabattgutschein Susi30 kriegt ihr 30% auf euren Einkauf, wenn ihr dort was einkaufen wolltet. Vielleicht schon ein Weihnachtsgeschenk oder irgendwas für die liebe Mama oder die beste Freundin oder für sonst wen. Also da lohnt sich dann ja immer noch extrem jetzt mit diesem Rabattcode. Und also ich, hätte ich noch eine Mutter, würde meiner Mutter sowas holen, ganz Ja, ehrlich. Also ich bin das wäre ein total schönes begeistert. Mama-Geschenk. Ja, ich bin total begeistert, absolut. Aber das ist ja tatsächlich so. Ja, Also, ich bin hellauf das würde ich begeistert. sehr stark. Sehr, sehr gut durchfeuchtet alles. Ich habe die Maske sehr gut vertragen. Ich muss unbedingt mal googeln, was diese User-Frucht ist oder was, wie heißt die? Wo steht denn drauf? User-Fruit. Was das ist, die Vitamin C-Geschichte hat meine Haut extrem gut getan. Es hat nichts gekribbelt oder Nee. gebitzelt. Es ist ein bisschen fest geworden, was an der Ja, das ist aber normal. Schlammpackung, Schlammerde liegt. Also alles super. Die ließ sich sehr, sehr gut entfernen. Ja. Also da haben wir schon andere Masken Das gehabt, stimmt. Da haben wir das. wo wir richtig schrubbeln mussten, um die überhaupt wieder vom Gesicht zu Ja. kriegen. Ja, also ich kann nur Gutes berichten. Ich bin absolut begeistert. An dieser Stelle an Jepoda erstmal vielen, vielen Dank, dass ich das ausprobieren durfte. Und an meine Schätzeleins. Auch ein dickes Herz, einfach weil ihr da seid. Nicht? Ja. Genau. Ja, da sind wir durch, oder? Ja. Also wieder. Wann machen wir die nächste? Also ihr könnt mich wirklich, das, ohne Scheiß, könnt So. man nur durch mich nur noch selber Ja. streicheln, weil das, Gut. Meine Falten sind besser geworden. weil das so schön ist. Naja, träum weiter. Guck mal, wenn ich so gucke, ist es keine Dann Falten ist zu mir schon, sehen. ja. Genau. Aber tatsächlich die Trockenheitsfältchen, jetzt mal Ja. ohne Kack, die Trockenheitsfältchen sind ach, naja, ein bisschen weniger. Du hast ja Bisschen sehr, weniger. sehr dolle Falten, Linien. Ja, komm, es ist wie es Ist nicht so. Der Spiegel Und diese täuscht. Trockenheitsfältchen, die Uwe hier auch gerne hat, die sind wirklich ein bisschen verlängert. Gerne, die halt ungerne. Deine Lachfältchen. So, ja, die habe ich gerne. Ja. So, hier, tschüss. Genau, wir kommen jetzt zum Ende. Ihr Ja. Liebeleins, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und bis hierhin dran geblieben seid, dass ihr teilt, liked, tralala und Hopsasa macht. Der Uwe macht ja schon wieder Knoten in meine Hände. Kommt zum Schreck. Bis zum nächsten Mal. Stay strong und positiv, meine Lieben. Lasst euch von nichts und niemanden ärgern. Tschüssikowski, eure Susi. Tschüss, Herr Uwe.